Hi, ich bin Sebastian und ich zeige euch heute verschiedene Varianten von Koffern, die sich hervorragend für Geschäftsreisen eignen. Und natürlich auch, worauf ihr beim Kauf so achten solltet. Ein echter Klassiker ist dieser rollende Aktenkoffer hier, der äußerst robust ist und sich perfekt dafür eignet, wenn man mal für einen Tag auf Geschäftsreise ist. Mit jeder Menge Fächer bzw. Ablagefächern kann man hier sowohl Akten als auch ein T-Shirt oder ein bisschen Unterwäsche reinpacken und ist immer bestens gerüstet. Klassiker. Dieser Koffer hier ist tatsächlich wie für Geschäftsleute gemacht. Das liegt vor allem daran, dass wir vorne ein Fach haben, in dem das Laptop wie angegossen reinpasst und du jederzeit auch rankommst. Und auf der Rückseite haben wir eine integrierte Powerbar. Das bedeutet, vorausgesetzt wir haben sie vor der Reise aufgeladen, kannst du alles aufladen, was gerade unterwegs leer gegangen ist. Wie geil ist das denn? Ja, und innen macht der Koffer da weiter, wo er außen aufgehört hat. Er gefällt und macht vor allem Sinn. Rechts habe ich jede Menge Platz für Klamotten für einen ein-, zweitägigen Business-Trip und auf der linken Seite Platz für die ein oder andere Akte. Außerdem ist hier die Powerbar untergebracht. Alles in allem ein kleines Schmuckkästchen auf Rollen. Für all diejenigen, die Gefahr laufen, ihren Anschlussflug zu verpassen, kann ich diesen Koffer hier wärmstens empfehlen, denn er hat es nicht nur in sich, sondern wie man sehen kann, auch unter sich. Ein Knopfdruck genügt und schon ist ein Trolley zu einem Scooter geworden und ihr kommt so schnell es auch nur geht von A nach B. Einfach wieder runter hier und hier eingeklappt und das war's. Und neben diesen ganzen Hightech-Koffern, die ich euch jetzt vorgestellt habe, höre ich in meinem geistigen Ohr meine Mutter sagen, und was ist mit einem Koffer, mit dem ich einfach nur verreisen möchte, ohne eine Powerbar, ohne irgendwelchen anderen Schnickschnack, gibt es natürlich auch und sieht auch noch toll aus. Okay, das waren jetzt einige Koffer, die ich euch gezeigt habe. Von Hightech bis Klassiker war wirklich alles dabei. Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, es gibt Koffer, die ich noch nicht gesehen habe oder die auch nicht mit hier dabei stehen. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare und liked.